Immer wieder tauchen im Netz und auch woanders Fotografien von Geburtssituationen auf. Sehr einfühlsame Momente eingefangen, emotional die Frau unter der Geburt und natürlich auch die junge Familie, die gerade entsteht. Habt ihr euch schon mal gefragt, wie diese Bilder entstehen? Denn die Hebamme ist offensichtlich beschäftigt und der werdende Vater emotional häufig auch nicht in der Lage, objektive, dokumentierende Bilder zu fertigen. Ich habe im letzten Jahr Kontakt geschlossen mit einer Geburtsfotografin und möchte euch heute ihre Arbeit einmal vorstellen. Herzlich willkommen zum Geburtskanal. Mein Name ist Susanne. Ich bin eine der 8 Hebammen, die im Idsteiner Geburtshaus arbeiten. Und heute habe ich mir als Thema die Geburtsfotografie ausgesucht. Denn es gibt immer wieder Frauen, die den Wunsch haben, diesen unglaublichen Moment der Geburt in Bildern einzufangen. Geburten sind hochemotionale Momente, die sich in das Leben und in die Persönlichkeit einer Frau für immer verewigen. Ich kenne keine Frau, die nicht von ihrer Geburt sagt, dass das ein einschneidender Moment war, der sie für ihr ganzes weiteres Leben begleiten wird. Und insofern ist der Wunsch auch sehr verständlich, diesen Moment, diesen Familienwerdung, die ersten Momente mit dem neuen Baby für sich auch festhalten zu wollen. Damit man immer mal wieder nachvollziehen kann, wie war das denn? Natürlich bekommt eine Frau unter der Geburt Dinge nicht mit, die die Hebamme vielleicht am Rand macht oder Gesichtsausdrücke des Partners oder jeder hat ja seinen eigenen Blickwinkel unter der Geburt und die Fotografie kann das Ganze ein bisschen aus allen Blickwinkeln einmal betrachten und hinterher zusammenfügen. Es kann also ein sehr hilfreiches Instrument sein, um die eigene Geburt noch einmal nachvollziehen zu können, beziehungsweise natürlich die Geburt des Kindes. Und Geburten laufen nicht so ab, wie man sie sich vorstellt. Das ist eigentlich immer so. Es wird immer anders. Das kann gut sein, das kann aber auch mal nicht so gewünscht sein, dass es einfach anders abläuft, dass wir in die Klinik verlegen müssen, dass vielleicht ein Kaiserschnitt notwendig wird. Und auch da ist natürlich ein Beobachtungsinstrument, sage ich mal, also eine Kamera, die das Ganze einfängt, durchaus hilfreich, um sich damit später auch versöhnen zu können. Und häufig ist dann die Frage, wie läuft denn sowas ab? Wie muss ich mir das vorstellen? Ist es sehr störend, wenn noch eine Person mit Kamera im Raum ist? Und ja, da ich das Ganze jetzt ein paar Mal erleben durfte, möchte ich euch das heute zeigen. Wir dürfen auch Bilder einer Geburt zeigen mit Erlaubnis der betroffenen Mama. Da freue ich mich natürlich sehr darüber. Und Fotografin dieser Geburt war Annemarie Lea. Annemarie Lea ist heute hier und ich würde dich bitten, stell dich doch einmal vor. Hallo, mein Name ist Annemarie Lea und ich arbeite als Doula und Geburtsfotografin in Frankfurt am Main, Wiesbaden, dem kompletten Rhein-Main-Gebiet und weit darüber hinaus. Geburtsfotografie ist hier in Deutschland ja noch etwas unbekannter als zum Beispiel in den USA oder anderen Ländern, wo es schon viel gemacht wird. Deswegen möchte ich euch etwas von der Arbeitsweise erzählen. Und zwar ist es so, dass wir uns vor der Geburt kennenlernen und erstmal schauen, ob es passt, ob wir uns miteinander vertraut fühlen, weil ja die Geburt eine besondere Reise ist und man sich da einfach wohlfühlen sollte mit allen Menschen, die dabei sind. Wenn das alles passt, bin ich ca. 2 bis 3 Wochen vor dem ET auf Rufbereitschaft. Das besprechen wir individuell und bin eben so lange auf Rufbereitschaft, bis das Baby auf die Welt kommt. Wenn die Geburt dann beginnt, komme ich zur Geburt dazu, sobald die Eltern das wünschen. Das ist meistens, wenn die Geburt schon etwas fortgeschrittener ist, wenn die Mama schon so in ihrer eigenen Welt versunken ist. Und ja, dann komme ich erstmal an, beobachte die Szenerie ein bisschen und fange dann langsam an mit Bildern. Ich finde es sehr wichtig, dass man sich als Geburtsfotografin bemüht, so viel wie möglich im Hintergrund zu sein. Und ja, es ist ein Genre der Dokumentarfotografie, das heißt, man fotografiert das, was da ist. Und ich finde, das ist auch die Kunst, so diese schön, manchmal auch sehr schweren Momente, liebevoll, aber trotzdem echt zu fotografieren. Das ist mein großes Ziel. Die häufigsten Bedenken der Frauen unter der Geburt sind tatsächlich, wie sehr stört mich das, wenn noch eine Frau mit Kamera dabei ist, die um mich herumspringt und ständig klick, klick, klick macht.
Ja, was würdest du sagen, sind da deine Erfahrungen? Hier bei der Geburtsfotografie ist ja, dass man so unauffällig und diskret wie möglich ist. Deswegen bespreche ich vorher mit der Mutter oder den Eltern, was sie sich wünschen für Bilder. Viele Eltern sagen, fotografiere einfach alles, was du für wichtig empfindest. Andere wollen nur bestimmte Sachen fotografiert haben. Und da bemühe ich mich natürlich, das auch zu würdigen. Genauso ist die Frage, wie intensiv bin ich unter der Geburt beteiligt? Dadurch, dass ich ja auch als Doula arbeite, können die Frauen oder Familien sich das vor der Geburt aussuchen. Wollen sie nur die Fotos, diesen dokumentarischen Aspekt? Oder wollen sie auch noch jemanden, der ihnen beiseite steht, der ein gutes Wort für sie hat, sie körperlich und emotional unterstützt? Weil das sind natürlich zwei Welten, die da verbunden werden. Entweder bin ich eben so die Fliege an der Wand. Oder ich bin halt mit im Moment drin. Natürlich kann man als Frau auch jederzeit eine Fotografin vor die Tür schicken, wenn sie stört, genauso wie alle anderen Personen. Denn es geht ja darum, dass ihr eure Geburt gestaltet. Zu meiner Person und meiner Motivation lässt sich erzählen, dass ich vor 5 Jahren Geburtsfotografie entdeckt habe auf amerikanischen Webseiten und dort Geburt gesehen habe, wie wir sie normalerweise nicht gezeigt bekommen im Fernsehen oder wenn Freundinnen oder Mütter uns davon erzählen. Geburt hat ja oft diesen Touch von, ach, das ist extrem schmerzhaft und da muss man eben durch, damit man zum Baby kommt. Aber Geburt hat so viel mehr Facetten und ich möchte es mit meiner Arbeit eben zeigen, was da alles drinsteckt, welche Kraft auch in Frauen drinsteckt, unabhängig davon, wo sie gebären oder wie sie gebären. Weil es gibt in meinen Augen nichts Kraftvolleres als eine Frau, die gerade ein Kind bekommt. Es steckt so viel Verletzlichkeit, Kraft und Schönheit in diesem Moment und ich möchte es gerne, dass Frauen sich auch so sehen können und dass auch die Gesellschaft sehen kann, so kann Geburt sein und damit auch eben antreten, dass sich mehr darüber unterhalten wird, wie können wir eine schöne Geburtshilfe machen, was braucht eine gute Geburt eigentlich. Also das hat viele Aspekte für mich, diese Arbeit. Dann ist Geburt nicht nur so, wie wir das im Fernsehen sehen. Geburt ist nicht nur schlimm und schmerzhaft und da muss man eben durch. Geburt hat so viele Facetten und in Frauen steckt so eine Kraft und Schönheit und Verletzlichkeit, so viele Dinge zugleich. Und das habe ich in diesen Bildern gesehen und ja, dann war für mich klar, das möchte ich auch machen. Ja, ist jetzt wie gesagt 5 Jahre her. 2020 habe ich ja noch meine Doula-Ausbildung abgeschlossen und begleite seitdem die Frauen eben wahlweise als Geburtsfotografen, als Doula oder eben beides. Die meisten Frauen wählen dann die Doppelbesetzung. Und ich kann jeder Frau nur empfehlen, sich und ihrer Familie vor allem diese Erinnerung zu ermöglichen, weil in meinen Augen ist eine Geburt mindestens so wertvoll wie eine Hochzeit. Es sind die krassesten Stunden, die man jemals erleben wird. Und ich finde das so schade, wenn das dann so ja, verfliegt und man nie wieder das richtig reintauchen kann. Das ist auch ein großer Antrieb für meine Arbeit, dass Frauen da immer wieder zurückblicken können, was sie da geleistet haben, unabhängig davon, wie sie geboren haben, wo sie geboren haben. Weil jede Frau wahnsinnige Kräfte unter der Geburt freisetzt und einfach eine tolle Leistung zeigt. Was macht man denn nachher mit den Bildern? Das sind ja so intime Fotos, die möchte ich wahrscheinlich nicht an meine Wohnzimmerwand hängen. Viele Familien, die ich als Geburtsfotografin begleite, wünschen sich ihre Geburtsreportage in einem Fotoalbum, was ich auch eine total schöne Idee finde, weil man so die Bilder immer wieder physisch in den Händen hält und sich die Geburt anschauen kann und auch den Kindern so zeigen kann, das war deine Geburt und auch generell zeigen kann, Geburt kann was Schönes sein, ist etwas Normales, das macht es irgendwie greifbarer in meinen Augen. Ebenso bin ich ein großer Fan von Wandbildern, weil man dann eben auch nochmal einzelne Momente, wie das erste Mal das Kind in den Armen halten, das erste Stillen oder der Papa mit dem Baby nochmal für den täglichen Gebrauch und das tägliche Ansehen festhalten kann. Und ich glaube, dass das sehr, sehr viel Freude spendet. In Geburtshäusern und bei Hausgeburten gibt es in der Regel keine strengen Zugangsbeschränkungen für Begleitpersonen. Insofern können Geburtsfotografinnen dort gerne mitgebracht werden. Ein bisschen anders ist es in den Krankenhäusern, denn dort ist einfach viel mehr Betrieb als in Geburtshäusern. Viel mehr Personen gehen ein und aus und infolgedessen sind natürlich auch die Infektionsrisiken andere. Deswegen sind die Zugangsbeschränkungen für Fotografinnen eventuell anders. Es dürfen ja selbst werdende Väter häufig erst dann in den Kreißsaal, wenn die Geburt richtig begonnen hat. Was sind deine Erfahrungen als Geburtsfotografin dabei?
Bezüglich der Corona-Pandemie und wie das dann ist mit der Geburtsfotografie, kommen viele Fragen. Aber ich für mich kann berichten, dass es gute Lösungen gibt, die ich mit meinen Klientinnen oder den Frauen, die ich begleiten darf, gefunden habe. Ich begleite ja vor allem Hausgeburten und Geburtshausgeburten und die Verlegungsraten sind ja relativ niedrig. Wenn es unter der Geburt mal zu einer Verlegung kam im vergangenen Jahr, durfte ich dann mit in die Klinik. Entweder weil die Klinik von vornherein gesagt hat, dass ich als Doula und Fotografin mit hereinkommen darf oder weil eine Ausnahme gemacht wurde. Die häufigeren Verlegungen waren dann eher postpartal, also nach der Geburt, zum Beispiel wegen der Plazentageburt oder einer Naht, die gemacht werden musste und die nicht daheim ging. In solchen Fällen bleibt ja das Baby auch daheim beim Papa und dadurch ist mir auch nochmal bewusst geworden, wie kostbar das ist, solche Bilder zu haben, das Baby mit seinem Papa und wie es die U1 erlebt, all diese Dinge, die der Mutter dann fehlen, weil sie in der Klinik ist. Und durch die Geburtsfotografie hat sie dann diese Momente dennoch. Und ich glaube, das kann sehr, sehr heilsam sein nach so einem Erlebnis. Liebe Annemarie, ich danke dir für deine Eindrücke und verweise gerne natürlich auch auf deinen Instagram-Account, wo man dich besser kennenlernen kann und natürlich auch Kontakt mit dir knüpfen kann für persönliche Fragen und Anfragen zur Geburtsfotografie. Thank you.